So, dann müsst ihr nur sagen, wenn es losgeht. Also wir können anfangen. Ja, Leute, wir sind immer noch auf der IFA. Wir haben es ja gesagt, wir bringen noch ein paar mehr Videos mit raus. Und tatsächlich, zum 100-jährigen Bestehen der IFA ist auch Gouvy mit am Start. Die erstmalig, ja. Ja, erstmalig tatsächlich. Und das ist für uns eine Besonderheit, denn wir haben mit Gouvy ja schon eine ganze Weile zusammengearbeitet, schon viele Sachen vorgestellt. Aber jetzt sehen wir hier mal, wie man so ein Szenario mit aufbauen kann. Und das Schöne auf der IFA ist natürlich, es gibt neue Produkte. Und da haben wir den Curtain Light 2, der jetzt zum Beispiel nochmal verbessert wurde. Also man hat mehr Möglichkeiten von Animationen, mehr Farben, mehr Lichter, keine Ahnung. Also es ist sehr viel verändert. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Und das Krasse ist, was wir gerade gesehen haben, man kann auch so ein Prompt AI, KI-generiertes Bild mit einbringen. Wir haben es mit Super Mario und Spider-Man vs. Superman gemacht. Und da hat das die KI einfach ein Bild generiert, was ich dann an der Wand quasi sehen kann. Und das ist schon ein bisschen speziell und zeigt, glaube ich, auch, wohin die ganze Software-Geschichte mit KI-Unterstützung hinführt. Konkret sind die drei Größen auch immer 2 Meter lang und dann könnt ihr halt wahlweise dann halt eine Breite von 1,50 Meter, 3 Meter oder 4,50 Meter nehmen. Ja. Netzteil ist dabei, das Ganze ist dann per Bluetooth oder WLAN kompatibel, sodass ihr es dann in eurer App drin habt und immer halt in der Nähe sein müsst oder per WLAN dann halt das Ganze steuern, automatisieren könnt. Und wie Ronny schon gesagt hat, man hat natürlich eine große Auswahl an statischen oder animierten Bildern, die schon in der Datenbank halt hinterlegt sind. Oder man kann dann halt diese KI-Funktionen nutzen, um dann halt mal schnell eigene Bilder zu generieren. Ist natürlich Spielerei, aber vor allen Dingen im Dunkeln macht dieses Curtain Light schon einiges her. Ich glaube, da kann man die ein oder andere Hauswand oder auch das Fenster damit vor allen Dingen jetzt zur dunklen Jahreszeit, die jetzt auch kurz wieder davor steht, bestimmt schon cool dekorieren, weil wir ja schon den Vorgänger hatten und der ja auch schon Laune gemacht hat. Das ist jetzt quasi die Verbesserung davon. Einfach nochmal ein Stückchen besser. Genau. Ja, also man kennt es ja von Gouvy, ne? Die haben ja Produkte da und verbessern sie immer. Preise wurden uns schon genannt. Wir blenden die euch ein unter Vorbehalt. Soll wohl Ende September dann auch schon erhältlich sein. Und wie wir Gouvy kennen, wird natürlich auch die ein oder andere Aktion hoffentlich dazukommen. Und ich würde sagen, wir haben noch was für euch. Wir gucken mal weiter. Ach ja, das Licht ist aber herrlich schön hier. Wir haben ja jetzt gerade schon vor kurzem ein Video veröffentlicht zu den Stripe Light 2 Pro. Und zu den COBs Light Pro. Der Unterschied zu der neuen Generation, zu der alten Generation ist jetzt vielleicht nicht ganz klar erkenntlich, aber wir haben ja RGB-W, das heißt, hier ist ein Warmweiß-Sensor mit drin und hier haben wir noch einen Warmweiß- und Kaltweiß-Sensor. Vorteil dann ist, sieht man bei uns auch im Video, dass halt Warmweiß wie auch Kaltweiß separat mit einer LED gesteuert werden können. Hier ist es halt eine Mischung aus Warmweiß und der blauen LED. Das heißt, man hat immer so einen leichten blauen Touch und nie so das reine Kaltweiß zum Beispiel, wenn wir das machen wollen. Dann ist auch nochmal einfach die leichten Übergänge von Farben bei geringer Helligkeit sichtbar anders. Wir haben jetzt hier zum Beispiel in beiden Fällen das Gleiche drin, aber wir sehen so einen leicht grünen Schimmer, den wir so eingestellt haben, also weiß-grün nenne ich es mal. Und hier unten fällt es eigentlich noch gar nicht auf, weil er gar nicht die Farbintensität und akkurate Farbdarstellung hat. Das liegt daran, dass hier die Technik verändert wurde, dass da noch mal ein paar Sachen verbessert wurden und das Ding einfach wesentlich mehr Farben, ich glaube 200, was habe ich im Video gesagt, 281 Billionen Farben theoretisch darstellen könnte. Beim COB Light ist es mal ein etwas anderes. Wir haben hier eher so ein diffuses Licht, was rauskommt, aber eine extrem hohe Helligkeit. Und da arbeiten dann halt 1260 LEDs auf den Meter. Hier sind 60, also auch bei den neuen. Das heißt, hier ist das Ganze wahnsinnig viel heller als das, was die alten oder auch die neuen Streifen machen können. Wenn ihr mehr Informationen dazu haben wollt, im ausführlichen Test und Vergleich zu den alten Stripes, kann ich euch nur an der Hand legen. Schaut mal gerne bei uns in das Video rein. Und ansonsten wird es, glaube ich, zu ausführlich, weil wir haben hier nämlich noch ein paar andere Sachen, die euch zeigen wollen. Ja, Gouvy ist ja nicht nur bekannt für normale Lichter, für drin und draußen, sondern auch für Gaming-Setups. Wir sehen jetzt mal hier so eine Kompilation von den Setups, die es gibt, so wie zum Beispiel die Edition mit Evangelion Crisis, heißt es, glaube ich, die auch nochmal sehr speziell sind. Aber das ist ein Produkt, was hier schon ein paar Tage länger draus ist. Es gibt auch eine Besonderheit auf der IFA. Und zwar haben wir hier die Gouvy AI Syncbox als Kit. 2 nennt sich das Ganze. So vom Prozedere her kennt man das. Das ist quasi eine HDMI-Box, die das Signal aufnimmt. HDMI 2.1, ALL, VRR wird auch mit unterstützt, also gaming-tauglich. Und das wird dann halt auch entsprechende Bildwiederholfrequenzen ausgegeben. Und da ist AI ja mit dem Namen drin. Und zum Beispiel ist es so, wenn man bestimmte Spiele spielt, aktuell sind so 13 Stück unterstützt, wenn es dann final rauskommt. Aber gleich die Info, wenn es auf den Markt kommt, hat er schon gesagt, sollen bis zu 40 Spiele schon unterstützt werden. Warum werden jetzt Spiele unterstützt? Klingt erstmal komisch. Da werden zum Beispiel bei bestimmten Spielen einfach, wenn ihr sterbt oder einen Kill erzielt habt oder gewonnen habt, direkt Aufnahmen abgespeichert.
ist für einen Game-Prozess, für Hochladen und so weiter, glaube ich, ganz interessant. Alles, was hier quasi an HDMI-Signalen reingeht, wird ja quasi ermittelt und dann über diese Lampen quasi farblich ausgestreut. Es gibt auch eine größere Version, weil die ist jetzt hier limitiert auf 27 bis 34 Zoll. Es gibt nochmal eine TV-Version, die ist dann bis, was hat er gesagt? Also es gibt 55 bis 65 Zoll. Was die Version alles kosten und so weiter, ja, wenn wir schon Informationen kriegen, blenden wir sie euch ein. Auf jeden Fall spannendes Konzept. Es wurde auch gesagt, AI deswegen, weil auch Effekte dargestellt werden können. Dass zum Beispiel das Ganze dann rot aufleuchtet und so weiter. Und hier ist es jetzt auch gekoppelt mit den Game Bars, natürlich im Evangelion-Look. Gibt es aber in dem normalen Bundle dann natürlich im normalen Look. Ich denke mal, jeder, der jetzt irgendwie Bock drauf hat, da das Ganze, ich sage jetzt mal, um so eine dynamische Hintergrundbeleuchtung zu erweitern, hätte hier eine flexible Lösung, sofern ihr natürlich euer Material dann entsprechend per HDMI einspielt und wieder ausgebt. Dadurch, dass aber HDMI 2.1, wie Ronny schon gesagt wird, unterstützt wird, sind eigentlich alle aktuellen Gaming-Monitore damit am Start und können das entsprechend auch darstellen. Ihr seht hier auch noch mehr, was Goofy alles noch am Start hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das Zimmer hier direkt so mitnehmen. Aber entsprechend große Sachen natürlich, wisst ihr selber, muss man sich wahrscheinlich verschiedene Kits zusammen kaufen. Aber was so die Möglichkeiten sind, um zum Beispiel seinen eigenen Gaming-Room da zu gestalten, ist natürlich geil. Kann man sich auch hier schön ein paar Anreize holen. Ja. Haben wir noch mehr oder soll das erstmal reichen? Ich würde sagen, das reicht dann erstmal bei Goofy. Verschafft euch gerne einen Eindruck. Wir sind auf euer Feedback gespannt. Was habt ihr schon am Start? Was interessiert euch von den neuen Produkten vielleicht am meisten? Lasst es uns gerne von den Kommentaren wissen. Und ich würde sagen, wir bewegen uns noch ein bisschen weiter über die Messe, denn wir haben noch den einen oder anderen Hersteller, der bei uns auf dem Kanal erscheinen wird. So ist es. Das, was Kai sagt.